Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Das hätte nichts anderes verdient. Herr, bitte meinen Namen. Nehmen Sie doch Platz. Ich muss noch einen kleinen Moment Geduld bitten. Der Führer füttert eben noch seinen Hund. Er wird Sie in Kürze empfangen. Sagen Sie doch, ich meine, wie soll man denn, wie begrüßt man eigentlich den Führer? Der Führer wird Sie zuerst begrüßen und Sie antworten dann nur, Heil, mein Führer. Was ist mit dem Hitlergruß? Ich denke, meine Damen, das können wir uns schenken. Schließlich sucht der Führer in Ihnen ja keine neuen Soldaten, sondern eine Sekretärin. Am besten benehmen Sie sich ganz natürlich, möglichst unbefangen. Wollen wir sehen, ob er Zeit für Sie hat. Mein Führer, die Damen aus Berlin sind da. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Damen, dass Sie gekommen sind, zwar mitten in der Nacht. Aber im Krieg ist man unglücklicherweise nicht immer Herr seiner Zeit. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Margarete Lorenz, Heil, mein Führer. Und wo kommen Sie her? Aus Fulda, Heil, mein Führer. Und Sie, wie heißt Sie? Ich heiße Ursula Puttkammer, Heil, mein Führer. Und das können Sie ruhig weglassen, Kind. Sagen Sie mir ganz einfach, woher Sie kommen. Aus Frankfurt am Main, mein Führer. Ich bin Johanna Potowski, bin geborene Berlinerin. Um mit genau zu sagen, original aus Pankow. Hedwig Brandt, aus Crailsheim, Schwaben. Und wie heißen Sie? Ich heiße Traudel Humms, ich komme aus München. Eine Münchnerin. Aha. Tja, Frau Humms, da wollen wir mal. Ich würde sagen, das probieren wir gleich nochmal. Ich hab's geschafft, er hat mich engagiert. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Alles für Deutschland. Heil, mein Führer. Mein Führer, ich. Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich wegzukommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Wer an Sie glaubt. Nach vorne sieht heil und nach hinten leckt mir mal ab. Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Hebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Hebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an.
Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer? Es ist gut, mein lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Es ist gut. Gehen Sie nur. Ich habe Großes vorgehabt, mit den Deutschen wie mit der Welt. Keiner hat mich begriffen. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steiner alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! Was hat er denn noch zu verlieren? Seit Monaten habe ich ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Zu spät. Ernst, Sie sollten das nicht tun, Fräulein Braun. Er ist eh immer nur Kuchen, Kuchen, Kuchen. Mittags, nachmittags und nachts. Aber ich bitte Sie, jetzt sind Sie doch nicht so streng. Immerhin ist es doch sein Geburtstag. Da muss man ihm doch was geben zum Wohlfühlen. Er hat doch eh so wenig Freude. Aber schonen Sie doch das Volk, mein Führer. Es fällt mir leicht, davon zu gehen. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Ich glaube, ich bringe noch ein paar Flaschen nach oben. Es riecht geil im Auftrieb. Frau Junge, ich bin ja so froh, dass Sie in dieser schweren Zeit beim Führer sind. Er hält so große Stücke auf Sie. Ich bitte Sie, Fräulein Braun, was kann denn ich schon tun? Aufmuntern können Sie ihn. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Anders kann man das nicht machen. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Frau Junge, Frau Christian. Sehen Sie sich sofort um. In einer Stunde geht ein Flugzeug, das Sie nach Süden bringt. Es ist alles verloren. Hoffnungslos verloren. Aber du weißt doch, dass ich bei dir bleibe. Ich lass mich nicht wegschicken. Gott hatte einen Traum. Und dann erschuf er dich mit seiner rechten Hand. Erschuf er dein Gesicht. Gott hatte einen Traum von einem Weizenfeld. Es ist das blonde Haar, das dir auf die Schultern fällt. Gott hatte einen Traum. Mein Führer, ich bleibe auch. Meine persönliche Loyalität zu Ihnen hat dabei nie Schaden genommen. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer.
Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage.